So, Leute, wir gucken uns jetzt an, wie Maxify Muskeln bekommt. Leute, er hat eine 120 Tage Body Transformation durchgezogen und das Vorschaubild sah schon übertrieben krank aus. Leute, schaut bei Maxify vorbei. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich möchte mich übrigens entschuldigen, ich bin noch ein bisschen verpennt, ich bin noch ein bisschen müde. Aber wir gucken jetzt mal rein hier. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich sehr unzufrieden mit mir und meinem Körper war. Die Zeit, in der Mobbing in der Schule zum Alltag gehörte und Beleidigungen zu meinem Körper normal waren. Ich hatte nie ein Ziel im Leben gehabt und war mit allem unzufrieden, was sich durch mein Essen... Richtiger Hollywood-Film, Alter. ...verhalten widerspiegelte. Eines Tages kam ich dann zu YouTube und hatte damit was gefunden, was mir ein Ziel im Leben gab. Doch das ganze Durchziehen auf YouTube hatte mein Essverhalten nicht wirklich verbessert. Ich habe mich weiterhin... Ich weiß, es ist nicht lustig, aber ich stelle mir gerade vor, also das hat Maxify ja, nachdem er mit allem fertig war, gedreht, wie er so sitzt und sich dann schön alles reinpfeift. Mit der Cola. ...nur durch Süßigkeiten, Fastfood und Softdrinks ernährt. Mit der Auswanderung nach Madeira war mir eins klar. Ich muss was ändern. Deshalb habe ich am 23. Januar die Fitnessansage hochgeladen und mir somit den Startschuss gegeben. Sehr cool. Ja, ich bin echt, ich wollte diesen Körper, den ich echt extrem vernachlässigt habe, mit knapp 85 Kilogramm wieder in eine gesunde und sportliche Form. Ja, Paletto kennt das. Paletto hat ja auch, seitdem er in München ist, ein bisschen gegained. Bin aber momentan auch wieder am Durchziehen, aber nicht so krass wie Maxi. Bringen. Doch die Frage ist, muss man aber wie auch nicht. Und wo fängt man an? Naja, eigentlich ist es doch ziemlich simpel. Ich muss mich erstmal von den ganzen Fastfood, den Süßigkeiten nein. und den Softdrinks verabschieden. Nein, ich meine, wir wissen ja alle, Leute, oder ich hoffe zumindest, dass es jeder weiß, so, dass ne, Süßigkeiten und der ganze Zucker übertrieben schädlich sind. Aber ja, ich würde halt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir sowas nicht auch gerne mal reinziehe. Man muss halt nur irgendwie gucken, dass das alles eine Balance findet. Wenn du dir halt täglich Naschen und sowas reinballerst, ja gut, natürlich ist es nicht gut für den Körper. Aber so das eine oder andere mal eine kleine Belohnung, nachdem man ein bisschen Sport gemacht hat. Geht, glaube ich, auch mal. Geht doch mal durch, oder? Fangen Sport zu machen. Ich habe mich erstmal mit der Ernährung auseinandergesetzt und mir danach einen Sportplan erstellt für die nächsten 120 Tage. Um sicherzugehen, dass der Plan auch nicht kompletter Mist ist, hatte ich ihn Sascha Huber geschickt. Und er meinte nur dazu... Jetzt melde ich mich... Kennt ihr Sascha Huber? Alter Schwede, Fitness-YouTuber. Auch eine super positive Art, finde ich, die er so an sich hat. Also, super Kerl. Kann ich nur jedem mal empfehlen. Schau gerne mal bei ihm vorbei. Ich bin mal bei dir und ich muss mich direkt mal mit heftigen Worten bei dir melden, nämlich what the fuck? Ich bin jetzt richtig positiv überrascht. Also, Wahnsinn. Ist ja auch so eine Maschine. Wahnsinn. Der Bizeps ist so groß wie mein Kopf. Du hast einfach hier, auch was die Ernährung betrifft, eine super Struktur dabei. Du bist sehr, sehr gut aufgestellt. Das freut mich und auch. Und Österreicher. Ja. Das zeigt mir, ja, du meinst es halt so wirklich ernst. Meine österreichischen äußerst Freunde. Zum Training, zur Ernährung. Aber erst der Geist, dann kommt der Körper. Davon bin ich überzeugt, dass du schaffen wirst. Alles Gute dabei. Viel Glück weiterhin. Ja, bei Fragen jederzeit gerne melden. Oh Gott, was tue ich mir nur an? So, Vorbereitungen wurden getroffen. Jetzt hieß es für mich nur noch Sport machen. An meinen Push-Tagen im Gym habe ich angefangen mit leichten Joggen, ungefähr 5 Minuten. Danach habe ich meine Schultern ungefähr so 10 Minuten warm gemacht. Danach bin ich zur Bankdrücken gegangen, habe variiert zwischen Kurzhantel oder Langhantel, habe im Schnitt okay. zwischen 26 bis 30 Kilo gemacht. Anschließend habe ich Dips gemacht, so circa 12, ja, die leckeren Dips. So in diesem Bereich immer. Anschließend kamen Kniebeugen. Da habe ich auch so 12, 10 und 8 Wiederholungen gemacht mit so ungefähr 70 Kilogramm. Es hat immer so ein bisschen variiert. Danach kam Schulterdrücken, da habe ich 5 Kilo pro Seite gemacht. Das waren insgesamt 30 Kilo, da habe ich dann auch wieder 12, 10, 8. Das habe ich eigentlich fast immer gemacht, immer so im Hypertrophiebereich. Und anschließend im Supersatz habe ich Seitenheben gemacht mit Schulterdrücken zusammen. Da habe ich ungefähr 7 Kilo genommen. Ich hatte auch auf Instagram gesehen, Maxify hat sich die Haare oder so gefärbt. Der ist jetzt irgendwie blond bei dem Push-Down und hat sich die Fingernägel schwarz angemalt. So einen Dropsatz. Und ja. Ja, ist ja nicht schlecht. Kann ja jeder... Das finde ich auch so ein bisschen... Viele hatten da irgendwie so gesagt, oh, Maxify, du hast dich plötzlich so verändert. Also... Das ist ja seit wann ist ja, das finde ich immer so schade, dass Veränderung immer direkt was Negatives. Lass ihn doch machen, was er will.
Wenn er sich keine Ahnung, kleine Löckchen machen möchte, dann kann er es doch auch machen. Er schadet damit doch niemandem. Wenn er jetzt plötzlich sagen würde, ja Leute, alle Menschen, die nicht so viel Sport machen wie ich, die sind alle Müll. Das wäre was, was man kritisieren könnte, wo man sagen würde, wow, okay, das ist jetzt aber uncool. Aber ey, das ist Äußerlichkeit, ist doch scheißegal. Tag vor der Pool Day, da habe ich Klimmzüge gemacht, 12, ja. 10, 8 Wiederholungen. Nicht großartig, mehr oder weniger. Anschließend kam Kreuzheben. Ich habe angefangen, mich aufzuheben mit 10 Kilo pro Seite, also, bin dann hochgegangen zu 20 Kilo. Ich muss sagen, mich interessiert jetzt nicht genau sein Trainingsplan, aber ich muss einfach sagen, Alter, man sieht ja auch anhand des Vorschaubildes, was er da erreicht hat. Also das muss sich schon alles krass gelohnt haben und er muss es auch krass durchgezogen haben. Deswegen da nochmal absoluten Respekt. Ich bin einfach echt gespannt. Kilogramm, also 15 Kilogramm pro Seite, auch nochmal 12, 10, 8. Anschließend habe ich eine Rückenübung gemacht. Ich habe da immer ein bisschen variiert, normalerweise auch Pull dann so oder so, aber keine Ahnung, wie die Übung. Aber die Maschine mag ich auch. Anschließend kam dann nochmal vorgebeugtes Seitenheben. Mit ca. 6 Kilogramm, man braucht nicht krass viel Gewicht und ja, zum Schluss kam SZ-Curls, ca. 20 Kilo, also so, ich glaube 10 Kilo pro Seite und nochmal isoliert, nochmal den Bizeps mit Kurzhanteln gemacht. Ja, zwischen den Gym-Tagen hieß es dann für mich, laufen, 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 laufen. Ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen, es war insane, ich dachte, ich werde zum Marathon. Das habe ich auch immer in seinen Instagram-Stories gesehen. Aber nur halt auf Wish gestellt. Ich bin jeden zweiten Tag gelaufen. Das war absolut ein Segen. Ach, ich bin krass. Im Schnitt immer 6 Kilometer gelaufen, so wie man es da gerade sehen kann. Ja, das ist krass, weil er das ja noch zusätzlich zu seinem anderen Training gemacht hat. Also ich bin momentan auch, dass ich zweimal, also jeden zweiten Tag laufen gehe. So 10 Kilometer. Aber ich weiß, er hatte, glaube ich, auch eine richtig krasse Pace. Irgendwie eine 4- oder 5er Pace. Wo ich mir das so denke, what? Absolut verrückt. Hat keinen Spaß gemacht, aber... Oh, ich liebe Joggen. Ich muss sagen, ich mag das gern. Kopf frei bekommen, abschalten. War nicht gerade einfach. Ist so eine Light-Version von Wandern für mich. Einfach raus. Vor allen Dingen, wenn du in der Natur laufen kannst. Ah, Dr. Professor Mönchefall. So, okay, Leute, das war's mit dem sportlichen Teil. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil eigentlich. Die Ernährung. Ganzen Challenge, und zwar Thema Ernährung. Na. Ja, diesen Kaloriendefizit, um überhaupt abzunehmen. Und wie habe ich mich ernährt in den letzten 120 Tagen? Ich habe mich... Ketogen ernährt, Ketogen. Wo man die Kohlenhydratzufuhr auf ein Minimum reduziert, so ungefähr 10 bis 20 Gramm am Tag, nicht gerade. Ah, das ist die Kohlenhydrate, Leute. Das ist Nudeln, Reis, Kartoffeln, oh, aber die sind doch aber auch so lecker. Warum ist immer das, was lecker schmeckt, nicht ganz so geil für den Körper? Aber so habe ich mich ernährt. Der Rest bestand aus Fetten und Eiweiß, ungefähr so 30%. Eiweiß 65%. Fette. Ich habe am Anfang der Diät 2200 Kalorien gegessen und bin dann pro Monat 100 Kalorien runtergegangen. Am Ende war ich bei 1800 Kalorien. Das ist echt nicht so viel. Meine Mahlzeiten bestanden daraus, dass ich morgens Eier esse. Vor allem, wenn er noch Sport macht. Mittags habe ich mir dann Brokkoli mit Lachs gemacht oder auch manchmal mit Chicken oder mit Steak oder Blumenkohl. Ich habe ein bisschen variiert. Abends habe ich mir einen Thunfischsalat gemacht und ab und zu gab es Snacks mit Nüssen oder halt einen Shake nach dem Training. Ja, aber Leute, eine Sache und zwar... Bitte, tut mir einen Gefallen, macht keine Hardcore-Diäten, so wie ich es gemacht habe, sondern versucht einfach eure... Ja, das ist auch ein Ding, was viele, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest, ich habe keine Ahnung von Fitness und Ernährung und blablabla, aber eine Sache, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung so sagen kann, ist, macht keine Diät, wenn ihr nicht gleichzeitig Sport macht. Ihr quält euch meiner Meinung nach. Sport ist einfach so eine geile Sache, um sich einerseits fit zu halten, aber auch um Kilokalorien zu verbrennen, sodass man eben jetzt nicht so eine richtig krasse Diät machen muss, wie wenn man sie machen würde, wenn man einfach keinen Sport macht. Das ist schon ein großer Unterschied. Eure Essgewohnheiten anzupassen, versucht keine Softdrinks, kein Fastfood. Und man fühlt sich auch einfach gut. Also wirklich, ich sitze ja wirklich viel vorm PC, aber dieser Ausgleich, also den Ausgleich zu haben, um Sport zu machen, der ist einfach nice. Oder Süßigkeiten zu essen. Also ich meine, ihr könnt es ab und zu essen, aber übertreibt es nicht. Und allgemein mehr Gemüse, mehr Obst und ja. Weil wenn ihr nämlich so Hardcore-Diäten macht, kann es ganz schnell dazu führen, dass ihr den Jojo-Effekt bekommt. Nein, der Jojo-Effekt. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich wieder mehr zunehmen, als ihr überhaupt vor der Diät gewogen habt. Also es ist halt dieses... Scheiß Jojo. Dann isst man so, wie man sich davor ernährt hat und dann geht es wieder hoch und das ist nicht gut. Deswegen, Leute... So, der hat ja gar keine Kraft. Machen wir keine Diäten. Ja, wir essen einfach gesund. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum finalen Posing. Oh ja. Worauf ihr alle gewartet habt. Das stimmt, darauf haben wir wirklich alle gewartet, Alter. Jetzt bin ich mal, jetzt muss ich aber mal reinhauen. Ah. Das Gym. Sieht er jetzt sein T-Shirt aus? Ich glaube, er zieht sein T-Shirt aus, ne?
Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen? Ja, da hat er, ja, schon ein bisschen, aber ich bin kein Experte. Ist das schon ungesund? Weil, ja, er ist ein bisschen dicker, aber hat das schon gesundheitliche Konsequenzen? Ich weiß es nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Ich bin kein Ernährungsexperte. Die Disziplin. Ich kann durchziehen. Ding. Der. Ja. Da ist er im Gym. Oberkörper frei. Hatte das da für den Tag gemietet, aber es sieht natürlich krass aus. Also, lieber Maxify, ich habe dir das ja auch schon geschrieben. Mein allergrößten Respekt, was du da erreicht hast, weil da gehört ja einfach eine unfassbar große Disziplin dazu. Also dementsprend, Respekt, er hat es durchgezogen und das ist der Lohn. Dass er sich da wohlfühlt und einfach aussieht wie eine absolute Maschine. Ist schon sick. Aber das Gym ist wirklich komplett leer. Ich glaube, der hat das da gemietet. Oder geht da niemand ins Gym? Ich bin auch mit der Musik im Hintergrund. Nein, Alter. So richtig episch. Ist halt einfach ein freaking Film. Alter, Arnold Schwarzenegger, du kannst einpacken, Alter. Maxify ist jetzt am Start. Warte mal. Oh, das ist gut. Da fehlt so dieses Anime-Stöhnen müsste man jetzt machen von Maxify, was er da gemacht hat. Diesen ja. Ich kann Maxify so einfach nicht richtig ernst nehmen. Er ist einfach der süße kleine grüne Goblin. Aber um das nochmal zusammenzufassen, einfach unfassbaren Respekt. Also ich will mich jetzt hier auch nicht, wenn ich das sage, über ihn lustig machen, dass man das Anime-Stöhnen da reinhauen soll oder sonst was. Es ist einfach krass, was er da erreicht hat und das muss man anerkennen. Aber man darf halt ganz ehrlich, ihr kennt das ja auch. So, weißt du, der ein oder andere Joke zwischen mir und Maxify, das muss erlaubt sein. Also war doch fake. So, okay Leute, das war's mit dem finalen Posing. Wie findet ihr die Form von mir? Findet ihr sie gut oder nicht so gut? Schreibt doch bitte in die Kommentare. Ja, also ich hätte mir deutlich mehr versprochen. Nein, wie gesagt, krass. Brudi, gut durchgezogen. Der Challenge wog ich 84,5 Kilo und am Ende der Challenge wog ich 69,5 Kilo. Das ist ein Unterschied von knapp 15 Kilo. Ja, vor allen Dingen ist er da ja auch, da hat er ja so viel Muskelmasse noch aufgebaut. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das macht ja auch nochmal Gewicht. Was eigentlich recht gut ist, ich hatte am Anfang der Challenge, ich glaube, leichtes Übergewicht oder fast schon Übergewicht. Und jetzt bin ich halt im guten Normalbereich und fühle mich auf jeden Fall auch viel wohler als am Anfang der Challenge. Und ja. Das ist schön. Ja. Absolut geile Sache. Maxify, ne? Abonnieren, Likes da lassen. Ach, hab ich schon gemacht. Ja, geil.